es wird immer wieder besser mit der Straße. Hauptsache, ich habe Spass. Aber das ist doch schön so. Das hat das Navi gerade gesagt. Ich soll an dem Strassenverlauf für etwa 2 Kilometer folgen. Also von dem her, das ist ja nicht mehr so weit. Jetzt hier von Acher gewechselt. Es hat hier schliesslich viele Spuren von Auto. Ist hier so ein bisschen flach getrickt. Vorteil, ich sehe kein Auto. Ich kehre kein Auto, das mich steht und keine anderen Velofahrer, die dumm umeinander glotzen, wenn du so kommst mit so viel Gepäck. Von dem her, prima, feine Sache, genau das, was ich mir gewünscht habe. Ja, könnte gerade ein bisschen besser sein, die Straße, aber nicht klagen. Das wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, für auch mein Flood Velo vorzustellen. Es ist ein Giant Expedition AT. Heisst aber All Terrain. Passt prima heute zu dem Weg, den wir gerade machen. Jetzt mittlerweile habe ich hier statt der Sockel eine andere Lesung gefunden. Mal eine sinnvolle Verwendung für so eine FFP2-Maske. Dann hat er vorne der Gepäckträger mit 20 kg Belastbarkeit. Hinten schickt der Gepäckträger mit 40 kg Belastbarkeit. Heute habe ich mal die Seitentasche weniger hoch gepackt, sodass da das Rackpack oben drauf besser auf dem Gepäckträger aufliegt und man da nicht zusätzlich die Plastikaufheichungen da belastet. So dass das mal noch bricht. Hinten schickt dran meine Badhose, die ich gestern Abend noch schnell gewaschen habe in der Dusche. Habe ich angeheicht, dass die noch ein bisschen besser können und rechnen. Jetzt sind sie eher ein Staubfänger als trockene. Der Helm habe ich meistens jetzt eigentlich nicht mehr an. Ausser in der Stadt, weil man doch recht schwitzt da drunter. Dann meine 2 obligate Flaschen. Die richtigen Veloflaschen habe ich zurückgeschickt, die sind schwere. Brauche sie gar nicht. So geht das tipptopp. Vorne 1,5 Liter Flasche Wasser und hinten schicke ich immer meine Trübensaft drin, wenn ich verwitsche, und sonst gibt es halt einen Multivitaminsaft. Vorne dran das Wichtigste, was ich so brauche: Geldsack, Nattel, Zigarette, Schlüssel, so das Zeugs. Auch noch wichtig, zur Seite ein Litte. Habe ich eigentlich schon das richtige Litte montiert, da. Mit einem Kompass drauf. Leider funktioniert der Kompass nicht mehr, aber das Litte geht immer noch. Vorne und hinten Scheibenbremse, Nabodynamo. Letztes Mal habe ich ja hier die Bremsbeläge gewechselt vorne, weil es ab und zu mal ein bisschen gekratzt hat. Das hat sich leider nicht verbessert. Das sind halt einfach die Bremskolben, die da halt offenbar auf einer Seite ein bisschen hängen bleiben und teilweise hinterschick. Eine Kette, aber keine Kette-Schaltung, sondern eine Roll-Off-Schaltung mit 14 Gängen. Meistens sind die keine Federung da, Kettenspanner. Meistens lässt sich da offenbar die Distanz ein bisschen irgendwie anders einstellen. Bei meinem System ist das noch so. Neuerdings sind für solche Velo meistens ein Riemenantrieb. Einzige, was ich geändert habe am Velo, ich habe mir da die Kinect
Sattelfederung geleistet dazu. Und ich habe mir einen Rückspiegel montiert. Der Rest ist eigentlich alles so, wie ich es Original Occasio im Riccardo hersteigert. Ganz am Anfang, als ich gestartet bin, habe ich das Zelt noch hier drauf vorne. Mittlerweile habe ich ja Sachen zurückgeschickt. Und habe es jetzt auch geschafft, immer wie kompakter zu packen, sodass das nicht mehr nötig ist. Oh, ich bin wieder auf einer befestigten Straße. Sogar ein Radweg hat es.